das ist keine Ware. So, man, mit Mieten darf man keine Profite machen. Menschen müssen irgendwo wohnen und das muss denen finanzierbar gemacht werden, wenn nicht sogar von den Menschen selber organisiert werden. Ja, hallo zusammen. Wir sitzen hier im besetzten Haus in der Dieselstraße 15 und zwar habe ich die Gelegenheit bekommen, mit zwei Besetzerinnen zu sprechen, die mich hier gerade durch das Fenster reingeholt haben, denn die Polizei hat alles abgesperrt. Ja, schön, dass ich das Interview machen kann. Ja, danke. Warum habt ihr das Haus hier besetzt? Wir haben das besetzt, weil uns der Leerstand in Köln sehr, sehr aufregt und die komplette Wohnungssituation uns sehr Sorgen macht, weil Menschen einfach ihre Miete nicht mehr bezahlen können, entweder auf die Straße gehen müssen, sehr viel arbeiten, sehr viele Jobs gleichzeitig dafür haben müssen und es auch gerade für uns junge Menschen sehr, sehr schwierig ist, in die Stadt zu kommen und hier Teil des Lebens zu sein. Ihr setzt euch also ein für die Menschen, die wenig Geld haben, verstehe ich das richtig? Genau, genau. Gerade um die Menschen geht das, weil die Menschen, die sehr hohe Löhne haben, können sich das ja alles leisten, auch das Leben in der Stadt. Und das können halt gerade Menschen, die in Kalk, also es ist ein ziemliches Arbeiterviertel, können sich halt die Mieten nicht mehr leisten und werden die Außenbezirke verdrängt. Kommt ihr selber aus Köln, aus Kalk? Wie sieht das aus? Habt ihr hier quasi, weil ihr bedeckt auch euer Gesicht? Wie ist das? Also es ist so, die meisten Menschen hier kommen aus Köln, gerade die diese sogenannte Aktion Nestkampf, da kommen sehr, sehr viele Leute aus Kalk, also fast ausschließlich. Genau, das heißt, man hat hier die Probleme gesehen und erkannt und hat dann im Zuge von dieser Demonstration dieses Haus besetzt. Also die Demonstration an sich wusste nichts davon, sondern man ist dann hier reingelaufen und dadurch hatten wir hier einen Mischmasch aus Menschen von überall, also wirklich aus ganz NRW, das war sehr schön. Und du hast die Vermummung auch vorhin angesprochen, da geht der Ausdruck, wissen wir, ist leider nicht so gut, weil er auch sehr aggressiv rüberkommt, aber so ist das gar nicht gemeint, sondern wir schützen uns vor den Strafen der Polizei. Also wenn sie unsere Gesichter erkennen, drohen uns natürlich Strafen, natürlich auch, wenn wir hier geräumt werden, aber solange wir das vermeiden können, tun wir das. Also hier draußen ist ja gerade alles abgesperrt von der Polizei. Also wie erklären Sie Ihr Verhalten, die Polizei? Die Polizei sieht das so, dass wir in ein Haus eingedrungen sind, das ja jemandem gehört. Und somit ist es Hausfriedensbruch. Wir sehen das so, wir sind von der Demo in ein Haus gelaufen, die Tür stand offen. Also haben wir keinerlei Widerstände beiseite gelegt, sondern sind einfach in ein offenes Haus reingerannt und haben somit diesen Straftatbestand nicht erfüllt. Zudem sehen wir es uns aber auch außerhalb vom Gesetz nicht als Straftat an, darauf hinzuweisen, dass in einer Stadt wie Köln, wo die Mieten sehr hoch sind, es eine hohe Wohnungsnot herrscht, hier Häuser leer stehen gelassen werden. Und gerade da finden wir es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, und das ist für uns keine Straftat. Wie lange ist das Haus jetzt hier schon leer? Wir hatten von Nachbarn irgendwie Informationen bekommen, dass das 10 Jahre leer steht. 10 Jahre? So wie es aussieht, handelt es sich jetzt dabei nur um die Halle. Das Haus hier wurde auch wieder laut Informationen von NachbarInnen, steht hier schon was länger als 2 Jahre leer. Der Vermieter behauptet zwar, dass es erst seit Anfang 2019 leer stehen würde, aber wir kommen hier aus Kalk und wir haben das anders wahrgenommen und die Nachbarn bestätigen das auch. Okay. Ich habe also Kontakt jetzt zum Vermieter aktuell? Leider nicht. Okay. Das Einzige, was wir vom Vermieter mitbekommen haben, war ein Zitat im Kölner Stadtanzeiger. Wir wünschen uns Kontakt mit dem Besitzer hier. Wir haben das auch schon der Polizei mitgeteilt. Die wollten uns die Adresse nicht geben. Wir haben das auch schon über unsere Social-Media-Kanäle veröffentlicht. Dennoch gibt es bis jetzt keinen Anruf. Okay. Was sind denn jetzt eure Forderungen gerade, ganz konkret? Also ganz konkret sind unsere Forderungen einmal, dass die Polizei natürlich von der Straße abzieht, sodass wir, dass die UnterstützerInnen auch nicht im Regen stehen müssen, dass wir hier die Menschen einladen können, aber auch nicht nur die, dass wir die NachbarInnen hier einladen können, auf Kaffee, auf Kuchen und mit den Menschen in Dialog kommen können. Das wäre uns sehr wichtig. Zudem besteht eine Forderung in der Verhandlung mit dem Vermieter. Mit dem möchten wir in Kontakt treten, da sind wir bereit für Kompromisse, wie wir bleiben sollen, bis das Haus abgerissen wird, was es werden soll. Oder es gibt natürlich auch Nutzungsverträge, die man machen kann.
Genau, und die Forderung im Generellen auf ganz Köln oder gerade auch Deutschland bezogen oder im Generellen auf den Wohnungsmarkt, der ist ein bisschen größer, ist, dass man das Wohnraum, das ist keine Ware. So, man, mit Mieten darf man keine Profite machen. Menschen müssen irgendwo wohnen und das muss denen finanzierbar gemacht werden, wenn nicht sogar von den Menschen selber organisiert werden. Okay. Das heißt, ihr seht euch also auch schon noch ein bisschen als Teil einer größeren Bewegung gegen also der Mieterinnenbewegung und so weiter? Oder wie seht ihr das? Ich würde das ein bisschen größer fassen. Mhm. Ich würde hingehen und sagen, wir sind Teil einer antikapitalistischen Bewegung. Mhm. Und da verschwimmen die Grenzen. Also wir hatten auch einen Transgiversen, Antifa und Häuserkampf. Es geht darum, da geht es in der Umweltbewegung drum, da geht es im Antifaschismus drum, da gibt es auch in diesem Wohnungskampf drum, dass da werden Profite geschaffen und sehr viele Menschen leiden darunter und sehr wenige Menschen profitieren da viel darunter. Und das sind Verhältnisse, die wir nicht irgendwie nur justieren wollen, sondern wir wollen sie langfristig verändern. Okay. Vielleicht ganz konkret nochmal zu der aktuellen Situation. Was steht jetzt an? Wie geht es jetzt weiter? Was ist noch geplant? Was jetzt ansteht, ist ja sehr viel Polizei draußen. Wir schätzen, dass wir entweder heute geräumt werden oder nächste Woche in den frühen Morgenstunden. Wir hoffen, dass wir das Wochenende noch bleiben können mit so wenig Polizei wie möglich, dass wir in Kontakt treten können mit NachbarInnen, mit SupporterInnen. Und dass wir es hier uns auch ein bisschen schön einrichten können. Und dass wir, ich meine, wir sind jetzt hier hin und es war auch sehr viel Stress für die NachbarInnen und wir wollen so viel wie möglich auch ans Viertel wieder zurückgeben. Genau, das ist so das Ziel der nächsten Tage. Okay, dann bedanke ich mich für die Möglichkeit, hier mit euch ein Interview zu machen. Und wir werden weiterhin über die Situation hier berichten.